und herzlich willkommen zum neuen Unboxing- und Testvideo. Ja, was schauen wir uns heute an? Wirklich, einen tragbaren Videoplayer von Yutong. Den schauen wir uns heute mal an. Gucken wir mal, was alles damit dabei ist. Wir gucken uns die Spezifikationen an, was da alles enthalten ist und was der kleine tragbare DVD-Player so kann. Gut, da ist er schon. Ist nicht allzu groß. Dazu kommen wir aber gleich. Schauen wir mal, was in dieser kleinen weißen Schachtel so mit dabei ist. Also wir haben hier einmal so Kabel für die Steckdose und für 12 Volt für das Auto, logisch, Kfz. Und natürlich eine Fernbedienung, auch praktisch. So, das ist im Prinzip schon alles, mehr braucht man ja auch nicht, reicht voll aus. Wir machen hier mal auf, die ganze Knusperfolie, machen hier mal, gucken wir mal die Gebrauchsanweisung rein. Ich habe es ja schon immer wieder erwähnt, Männer brauchen keine Gebrauchsanweisung, die packen aus, starten, dann passt das schon. Ne? Also hier steht nochmal alles so ein bisschen drin, was man machen kann, was die Kiste so hat. Da schauen wir uns dann gleich nochmal das an, was alles immer so mit enthalten ist. Ihr habt zum Beispiel, pass mal auf, ich muss sagen Deutsch, ich habe jetzt Englisch gefunden. Ah ja, hier. Gut, ja, genau, dann kann ich jetzt gleich mal erzählen, was hat eine Auflösung von 800x480, ne? 90 Grad nach rechts und 180 nach links. Das schauen wir uns auch gleich an. Wir haben eine Aufladezeit zwischen 6 und 8 Stunden, aber dafür läuft die Kiste dann 4 Stunden. Das ist schon mal was, ne? 680 Gramm. Boah, kommt hin, ist nicht schwer. Wir können eine USB oder einen USB-Stick kann man hier anstecken, das kann man hier eigentlich gut erkennen. Man kann auch eine SD-Karte bis zu 16 GB reinstecken. Das heißt, wenn ihr jetzt keine DVD zur Hand habt dann, und ihr habt was auf eurer SD-Karte, dann könnt ihr das dann hier noch mit reinstecken. Und 16 GB, da bringt man schon mal, weiß ich nicht, 3 Filme oder so drauf oder whatever. Kompatible Medien sind natürlich, ich kann euch hier vielleicht mal das kurz einblenden, dass ihr das so hier sieht, mit DVD und alles, was so mit dabei ist. Ne? Also was halt kompatibel ist. So, ansonsten, ganz easy, wir haben hinten USB. Wir haben die ganzen Schalter, ein, on, off. Soll ich da drauf drücken? Ja, drück mal drauf. Ne, wir klappen es erstmal aus. Nur, dass es mal sieht, wie es aussieht. Zack. So, da ist er auch schon. Man kann es soweit sehen. Jetzt machen wir den Schwenkmodus. 180 Grad, das wäre 90 Grad, ne? Was 90? 45, 90, 90, 45. So, drehen wir hier. Andere Richtung. Und man reißt es ab. Ah hier, 180, ja, okay, gut. Also es wäre praktisch dann so. Ja. Also der Bildschirm sieht jetzt recht klein aus, tut jetzt aber noch nichts zur Sache. Man kann es auch so machen. So, so. Und wir machen es jetzt mal so. Soll ich mal die Folie abziehen? Ich schrub mal ab. So. Dass ihr das einfach mal sehen könnt, ich schalte den Hobel jetzt mal ein. Ich habe ihn vorab schon mal ein bisschen aufgeladen. Da drückt man hier den On-Off-Knopf. Kann man das hier hoffentlich sehen, dass er einfach ein bisschen sieht. Ich habe auch einen guten Schwarz-Weiß-Film dabei, einen typischen deutschen Heimatfilm, den wir uns jetzt gleich noch kurz bildlich angucken. Wir gucken uns noch einen Heimatfilm an. Einfach mal so zum Testen, dass er das sieht. So. Das heißt, du hast hier und off, wo ist es hier? Ja. Tück. Guck, kannst du einfach reinschmeißen. Steckst rein. Die VHS, Deckel zu, und da gehe ich mal schwer davon aus, dass es gleich hier losstartet. Ne? Ich weiß nicht, ob man es hören kann, wenn jetzt der läuft. Ich habe ihn vorab, muss ich ehrlich gestehen, ich habe ihn vorher schon mal getestet. Hat man ein bisschen. Okay, geht schon los. Okay, warte mal, wir müssen noch ein bisschen leise machen. Warte, Moment. Wo ist denn hier on off? Hier, leise. Man kann bis zu 20 km/h, ich blende euch das jetzt mal kurz ein, das ist einfach nur die Qualität, ich hoffe, dass man es gut sehen kann, einfach mal von der Qualität der Bildauflösung. Da bin ich nämlich wirklich überrascht gewesen, weil wir haben ja bloß 800x480, ist nicht groß, aber die Bildqualität ist eigentlich schon enorm gut, oder? Also da kann ich jetzt echt nicht meckern. Die Lautstärke kann man ja wirklich enorm weit hochdrehen und es ist auch wirklich sehr, sehr laut. Also ich kann da richtig, ich kann jetzt hier laut machen, dann hört man mich am Schluss nicht mehr. Es ist wirklich richtig gut verarbeitet. Die zwei Lautsprecher, die hier verbaut sind, machen richtig guten Sound. Also ich war überrascht. Habe mir schon gesagt, mir die ersten paar Minuten von diesem Buntfilm hier angeguckt. Und wie schon gesagt, mich hat der Lautsprecher-Sound sehr gut überrascht. Und natürlich die Qualität
Also die Bildqualität, also die ist echt der Wahnsinn. Du kannst ja natürlich Stopp machen, du kannst Pause machen, du kannst ins Menü rein, du kannst USB draufdrücken. Verschiedene Modifikationen gibt es ja noch, da kannst du ein bisschen rumdrücken und rumswitchen. Also das sieht alles soweit ganz easy aus, ist auch nicht schwer. Ne? Praktisch, wie schon gesagt, 4 Stunden Laufzeit. Machen wir so. Kann man sich jetzt hier nochmal den Film angucken. Aber es ist wirklich gut, also ich kann nicht meckern. Ich versuche mal jetzt eins zu machen. Läuft der noch? Gut. Man will mal gucken, wenn wir unter dem Auto fahren, sein Sprössling einen guten Film in die Hand drückt, sowas zum Beispiel. Und dann sollen die hinten Ruhe geben und Film gucken und dann, ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Aber läuft. Hängt nicht. Passt. Tolle Geschichte. Also kann man echt nicht meckern hier. Tolle Sache. Ja, meine Damen und Herren, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem coolen Modell, dann dürft ihr das natürlich gerne machen. Indem, dass ihr das kommentiert, wenn ihr da noch Fragen zu habt. Ansonsten packe ich euch das unten in die Beschreibung mit rein, alles, was dazu gehört. Und ansonsten ist es wirklich ein richtig, richtig gutes Modell hier. Ne? Auch preislich ist es jetzt auch nicht teuer. Wenn ihr Infos dazu wollt, klickt unten mal in die Beschreibung auf den Link. Dann seht ihr gleich mal, was Phase ist. Also wirklich schöner, transportabler, oder wie sagt man, transportabler? Ja, sagt man, ne? DVD-Player oder, ja, oder Videoplayer aufgrund von USB und SD-Karte. Gute Sache. Für unterwegs, für die Kids. Oder wenn man im Urlaub ist, am Abend irgendwo, beim Zelten, beim Campen oder wo auch immer. Es ist eine gute, runde Geschichte hier. Also, wenn ihr Fragen habt, dann einfach kommentieren. Ansonsten würde ich sagen, Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch noch was in diesem Sinn. Macht's gut, bis bald und adios.